So, auf geht's in eine neue Woche hier mit Trainings in Hüls. Und da bin ich am Überlegen, ob wir hier den Trainingsplan ein bisschen ändern sollen. Aber normalerweise passt das so. Wo ich auch am Überlegen bin, wo haben wir denn die Verträge? Wir haben hier einen, der wird richtig viel Kohle bringen. Marktwert 65.000, Gehalt 50.000. Das heißt, Gehalt können wir 50.000 sparen, einnehmen können wir ca. 65.000, vielleicht sogar 70, vielleicht mit viel Glück sogar 100.000, wenn wir Okumak verkaufen würden in der, ja, Winterpause. Ist die große Frage, ob sich das lohnen wird für uns. Fakt ist, die Marktwerte haben sich geändert, manche sind besser geworden, manche sind schlechter geworden. Also passen wir mal kurz an hier. Ja, Fragen, 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 Fragen. Alles Fragen. Wir haben hier unten noch Spieler, die verdienen 17.000. Die werden wir wahrscheinlich niemals einsetzen. Wo ich mir dann auch die Frage stelle, was machen wir mit dem? Den versuchen wir mal loszuwerden. Wir müssen Kohle sparen. Ablösesumme, ablösefrei. Weg damit. Wer ihn haben will, kann kriegen, will keiner. Den will sogar ablösefrei keiner. Das ist ein mittleres Drama, dass wir die Leute haben, die wir sozusagen bezahlen, ohne dass wir sie überhaupt brauchen können. Und die verdienen nicht mal wenig. Also, wenn wir unten den Bereich hier loswerden würden, da wäre uns schon sehr geholfen. Wenn wir dann noch einen Okumak verkaufen könnten. Das wäre halt die Frage. Sollen wir es mal versuchen? Ja, wir können ihn nicht verkaufen. Wir können ihn nicht verkaufen. Der kam die Saison erst zu uns. Tja, ist so ein kleines, blödes Drama, was wir haben, dass das alles nur Jahresverträge sind. Wir können den Kader nicht mal umbauen. Wir können nicht mal sagen, wir verkaufen einen in der Winterpause. Dass wir damit, irgendwie, finanziell über die Runden kommen. Wir haben jetzt hier im Reservebudget bös miese. Dafür haben wir Infrastruktur ein bisschen bei. Gehälter sind wir immer noch minus 300.000. Ich weiß auch nicht, wo ich die Einnahmen herzaubern soll. Im Zweifelsfall machen wir Fananleihen oder nehmen einen Kredit auf. Das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. So, ich hau mal ein bisschen aufs Tempo. Ich würde gerne hier noch ein bisschen vorankommen. Ach so, wo sind wir eigentlich gerade gewesen? Wir waren Golf spielen. Ich meine, Kohle haben wir ja eigentlich. Das ist ja das Verrückte. Wir haben Geld eingenommen. Ich muss gerade noch mal gucken. Wir haben Geld eingenommen, mehr als wir hätten einnehmen müssen. Und haben eigentlich auch Geld auf dem Konto. Das ist nicht das Problem. Na ja gut, wir werden mal gucken, wie sie reagieren. So, da haben wir wieder dritte Runde Champions League Quali und jetzt wird uns noch eine Nationalmannschaft angeboten. Da haben wir wieder das Problem. Im Let's Play von Mainz habe ich mich ja am Schluss dazu entschieden, dann doch mal eine anzunehmen. Aber hier bin ich mir nicht so sicher, ob wir das tun sollen. Ich meine, von irgendwas müssen wir leben. Ist ja eine Trainerkarriere. In der Trainerkarriere wird es mit Sicherheit helfen, wenn wir irgendwie eine Nationalmannschaft dabei hätten. Okay. Luxemburg oder Weißrussland? Ich würde sagen, Weißrussland punktet gerade gar nicht mal schlecht, aber Luxemburg ist natürlich um die Ecke. Die kommen auch nicht weit. Da sind wir nicht lange beschäftigt. Vielleicht finden wir dort Spieler, die wir gebrauchen können.
Weißrussland weiß ich nicht. Die haben ja so ein bisschen andere Gepflogenheiten da drüben. Wenn du einen Titel nicht holst, kriegst du eine Kugel in den Kopf oder so. Ich weiß ja auch nicht. Ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht. Hier. Da hast du das Problem weniger. Die sind gewohnt, dass sie keine Titel holen. Gute Frage. Nächste Frage. Die bieten so viel Kohle. Ja, hat sich erledigt. Wir machen Weißrussland. Das Geld nehmen wir mit. Wir werden ja blöd. So, kein Verein an dem interessiert. Ja, war mir klar, dass kein Verein an dem interessiert ist. Der kann ja auch nichts. Deshalb wollen wir ihn ja auch nicht. Wir sind ja einer der schlechtesten Clubs, die es gibt in Deutschland, von der Mannschaftsstärke her. Und wenn wir einen Spieler schon nicht wollen, weil er zu schlecht ist, dann wird es wahrscheinlich wenig andere Clubs geben, die an dem Interesse haben. So, Scouting abgeschlossen. Ich habe früher nie mit Nationalmannschaften gespielt, ihr wisst das. Ich habe immer gesagt, nö, Nationalmannschaft ist uncool, lieber nur Verein. Es gibt dann natürlich auch ein Problem. Wenn wir den Verein verlieren und sind Nationaltrainer, dann backt das, glaube ich, rum. Das ist nicht so einfach mit den Nationalmannschaften. Also du musst Vereinstrainer sein, dass die Nationalmannschaft funktioniert, glaube ich. Irgendwie sowas ist das. Wenn du arbeitslos wirst und hast keinen Verein, dann, also zumindest war es, glaube ich, im Zwölfer. Im Zwölfer habe ich das letzte Mal Nationalmannschaft, glaube ich, gespielt. Und da ist es rumgebackt, wenn du vereinslos wurdest. Da ging dann gar nichts mehr. So, Erster gegen Dritter. Wir VfB Hüls gegen VfL Bochum, die Zweite. Und das ist natürlich ein Riesenmatch, wenn wir hier wieder punkten könnten. So, wenn man feilt am schwachen Fuß, das ist immer gut. Wenn wir hier wieder punkten könnten, Siegprämie von 10 Euro natürlich nicht vergessen, sonst sind die Jungs nicht motiviert, dann hätten wir eventuell die Chance hier. Also das ist ja schon fast der Klassenerhalt. Ja, scheint ganz gut zu laufen hier. Laufwege bin ich noch am überlegen. Die machen wir mal ein bisschen kürzer. Wir wollen ja nicht, dass die mit davor rennen. Also wir wollen ja nicht, dass die am Schluss hier stehen. Dafür müssen die ein bisschen mehr laufen. Dafür werden die auch fitter. Das passt dann schon. Eigentlich spielen die ja eh nur Pässe. Apropos Pässe, genau, das war das. Genau, Flankenhäufigkeit haben wir hier runtergenommen, damit die Pässe spielen. Da war was. Da habe ich das, glaube ich, auch gelernt, was ich mittlerweile sogar beim BVB anwende. So, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. VfL Bochum. Lange Rede, kurzer Sinn, drücken wir auf Spiel starten und dann würde ich sagen, gucken wir uns wieder ein 3D-Spiel an und gucken mal, ob der Kai immer noch so erfolgreich unsere Gegner zerschießt. So, die sind auch gut drauf und die sind schwächer als wir. What? Sind wir mittlerweile durch unsere Erfolge auf Stärke-Rangliste Platz 9 aufgestiegen? Das ist ja der Wahnsinn. Haben wir schon so gut gewerkelt in unserem Team. Tja, was sagen wir da? Wir werden nicht verlieren. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ja, ich lehne mich da mal ganz weit aus dem Fenster und sage einfach mal, es wäre ein Wunder, wenn wir verlieren. So wie wir bisher aufgespielt haben. Ich glaube, unsere Tordifferenz ist 14 zu 0. Ja, wir haben seit 3 Spielen nicht mehr unentschieden gespielt. Und der Trainer von VfL Bochum klagt darüber, dass er viele Verletzte hat. Das ist aber auch teilweise ein Drama. Mich hat es da ganz böse erwischt in meinem privaten Spielstand. Mit 4 Verletzten und 3 Gelb-Rot-Sperren. Oh, jetzt haben wir uns die Aufstellung nicht angeguckt, aber gut, die haben wir ja vorher gesehen. Ja, wir genießen diese Stadion-Atmosphäre.
von sehr, sehr vielen Stimmen, die schön singen. Und wenn man dann auf die Ränge guckt, ist kein Mensch da. So, ich wollte schon sagen, fängt gut an, kriegen wir gleich einen rein in der ersten Minute, aber nein, Ranzo hält. So, weiter Abschlag hier auf Hoffmann. Und der auf Wennemann, der auf Kai. Kai wird vom Ball getrennt. Das haben wir auch selten gesehen bisher die Saison. So, knapp vorbei ist auch daneben. Wie heißt der gute Günzoi? Ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht richtig erkannt. Hab mich vorher auch nicht wirklich mit dem Gegner beschäftigt. So, weiter Abschlag hier. Kommt leider beim Gegner an, aber. Da. Gündüz oder so heißt er. So, Wennemann spielt in die Spitze hier auf Kai, der auf Erwig. Erwig trippelt. Erwig zieht ab. Hermes hält. Ist Main starker 51 Torhüter, kann also ein bisschen was. Hust. Aber wir haben ja schon mal festgestellt, je schwächer, je besser. Ist so. Dafür steht der Fußballmanager. Ich kämpfe am meisten immer gegen schwächere Mannschaften. Aber man kann auch gegen die gewinnen. Ich glaube, das könnte eher unser Problem werden. Hui, dass die schwächer sind und dass das unseren Bonus verhunzt, den wir sonst das haben. Unser Momentum zerstört oder so, keine Ahnung. Ja, man sieht schon, wir tun uns hier auch wieder schwerer. So, Wennemann wieder in die Spitze, wieder auf Kai. Ich habe ja die Hoffnung. So, jetzt aber hier auf Okumak, der mit einer schönen Flanke leitet hier zum gegnerischen Innenverteidiger. Der spielt direkt wieder den Konter auf Jansen, aber ich meine, Okumak ist schneller, was Dribbling angeht. Zum Verteidiger passen auf, so. Okumak in die Spitze auf Erwig, Erwig auf Kai, Kai und Tor! Unglaublich, man soll es ja nicht glauben. In der 19. Minute macht Hans Kai, wer auch sonst, wieder mal ein Tor hier für den VfB Hüls. Ich bin dafür, dass wir den Einbürger in die Nationalmannschaft berufen. So eine Torbilanz hat ja nicht mal Poldi. So, Mengert auf Usun. Wer auch immer Usun ist, er ist starke 53 und trippelt über die Außenseite, um dann zu Ranzo zu flanken. Wobei, das können ja sogar, das sind reale Spieler alles, ne? Das, ich vergesse das immer. Das sind keine computergenerierten. So, Erwig meint, was der Kai kann, kann ich schon lange und macht auch mal einen rein. Dabei haben wir eine Tordifferenz von 16. So, Attacke. Die Verteidiger trauen sich schon weiter vor. Ach nee, es sind gar keine Verteidiger. Hä? So, Kai auf Wennemann, der auf Strafraum. Und da war keiner. Außer Armes. Weiter Ball ins zentrale Mittelfeld. Kreier auf Gündüz. Der trippelt, aber bleibt hängen an unserer vierer Abwehrreihe. Wennemann spielt schnell in die Spitze auf Erwig und der auf Kai. Und Kai trippelt und verliert den Ball. Trippeln muss er üben, kann er nicht so. Tore schießen kann er besser. So, Abwehrreihe hält immer noch. Bin begeistert. Wennemann spielt wieder einen schnellen Ball in die Spitze auf Erwig. Der wieder auf Kai. Kai trippelt, bleibt wieder hängen. Der magnetische Innenverteidiger, den kenne ich mittlerweile auch gut. So, Wennemann hier auf Okumak. Okumak in die Spitze auf Erwing. Erwing trippelt. Erwing kommt. Erwing. Und Nachschuss Okumak. Pfosten. Und der Ball ist noch im Spiel. Ach du lieber Himmel. Ja, da haben wir wieder. Mit Jasund. Der spielt dann mal ins Zentrum auf Wennemann. Der auf Erwing. Erwing auf Kai. Und Kai und... Was soll er auch anders machen, als den ins Tor zu schießen? Deshalb steht es jetzt 3:0. Ja, für den VfB Hüls. Unglaublich.
Ja, der Torwart chancenlos bei so einem Superstürmer, wie gesagt. Ich finde das ja mittlerweile auch schon witzig. Wir gucken da gleich mal in die Daten rein. Ich will mal gucken, ob wir rausfinden können, warum der so gut ist. So, jetzt gibt's aber erstmal hier für Simon Kohlen die gelbe Karte, weil er ein ganz, ganz, ganz brutales Foul gemacht hat. Hier sieht man's. Hat er den überhaupt berührt? So, Wennemann kriegt den Ball abgenommen. Greier mit einem weiten Ball hier vorne auf Gündis. Der wird mal schnell umgeholzt. Oh, und ganzer Nagel zieht hier der Schiri die Karte, zeigt mit dem Finger, sucht noch, wer war's, wer war's. Auf die Schulter klopfen, der kriegt die Karte. Ob es war, wissen wir nicht. Dirks, Lukas Dirks bekommt die gelbe Karte für das Ballspielen. Ui, ja, Torwart lässt einen Ball fallen, Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendeiner passt auf und haut direkt weg. Ist natürlich Gold wert, so ein Junge. Weiter Abschlag für die Halbzeitpause und es geht mit 0:3, zweimal durch Hans Kai, in die Halbzeitpause. So, wir wollten uns den mal angucken. Torriecher 60, Tripling 60. Fernschüsse 60, Volleys 60. Kann es sein, dass wir irgendwie gesagt haben, der soll die Sachen mal auf 60 trainieren? Das ist vielleicht der Grund. Der kann den Ball halten, die können dann davon nicht trennen. Er hat eine professionelle Einstellung, er hat einen guten Antritt, eine gute Schnelligkeit. Wo ist denn die Ballkontrolle? Da oben, 56, geht eigentlich auch. Er ist sehr, sehr gut in Form. Er ist sehr, sehr frisch. Er ist gut fit. Ziemlich fit. Er ist glücklich. Sein Selbstvertrauen ist hoch. Und ja, er wird bald besser. Vielleicht hängt es da dran. Ich weiß es nicht. So, das sieht sehr gut aus, sagen wir mal. Und dann gehen wir mal. Eigentlich hätte ich noch ein bisschen mehr auf den Putz hauen können. Den loben wir. Gibt 5 Moral. Wird er noch besser. Jetzt ist er ein 62er Stürmer, jetzt trifft er nichts mehr. Weil schlechter ist besser. Ne? So, die Innenverteidiger alle mal ein bisschen motivieren hier. Für die Frische kneten wir die mal. Was macht das hier? Plus 3. Gigantische Werte, aber sie sind ja noch nicht mal so im in diesem orangenen Bereich. Also das heißt, die sind ja noch bei normaler Frische. Das hier ist eine super Frische, das hier ist normale Frische. Das hier ist normale Fitness, das ist super Fitness, das ist naja Fitness. Also das hier ist Fitness, wie ich sie hab. Läufst die Treppen hoch, bist außer Atem. So, auf geht's, weiter, zweite Halbzeit, genug Blödsinn gelabert. Wieder Anstoß hier. Sehr schön, Wennemann, schön durchgespielt auf Erwig, Erwig auf Kai, Kai, Schuss und der geht mal vorbei, ein Wunder. Ja, ich sag ja, da ist jetzt ein 62er Stürmer, jetzt trifft er nicht mehr. Bochum wechselt's erste Mal, wen schicken sie raus, wer darf rein? Raus geht Gümmerach, Gümmerer, keine Ahnung, und der andere, ja, herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld. Kai auf Erwig, Erwig, Tor, 4-0. 48. Minute, Christian Erwig mit seinem 6. Tor in dieser Saison. Nach Vorlage von Kai, von wem auch sonst. Der Einzige, der da vor allem im Offensivbereich hier wirklich rumwirbelt, wie ein Bekloppter. Die wechseln sich heute schön ab. So, Gündis mit Fehlpass. Schon hat ein Ball Wennemann, schon geht's wieder vor auf Erwig. Der allerdings bleibt hängen. Wow, Innenverteidiger kommt mal ein bisschen rausgerückt, erobert den Ball, Kai ist durch, Kai und Schuss und mit Latte ins Tor. Klar, das letzte Tor hat Erwig gemacht, jetzt ist er wieder dran. In der 54. Minute steht es damit 5-0 und wir haben langsam so einen Takt wie alle 10 Minuten ein Tor.
Ja, irgendjemand hat ja geschrieben, im Textmodus würde ich niemals so dominant gewinnen. Mag sein, ja. Im Textmodus hätte ich auch eine andere Mannschaft auf dem Platz. Hier habe ich ja doch schon geguckt, dass die Fähigkeiten auch ein bisschen passen, die die Leute brauchen. Weh, die geben das Tor nicht wegen Abseits. Was war denn da im Abseits? Die Haarspitze? Gut, damit kann man Tor machen, überzeugt. So, weiter Ball hier. Okumak fängt den mal ab. Flankt auf Erwig. Kam leider nicht an, genau wie der Ball. Wird dann mal schnell zurückerobert. Und nochmal auf Wennemann. Wennemann dreht sich. Wennemann spielt auf Kai. Kai trippelt. Bleibt hängen. Schiebt durch. Erwig. Und das Wechselspiel geht weiter. Christian Erwig mit dem 7. Tor im Wettbewerb in der 63. Minute zum 6:0. Und es bleibt beim Abwechseln Tore machen hier. Dieser Gegner tut mir leid. Erinnert mich eher an ein Vorbereitungsspiel von einem Bundesligisten gegen einen unterklassigen Gegner. Ja. Habt ihr das gesehen, wie geil der getrippelt hat? Zieht einfach den Ball zurück, der andere rennt vorbei und dann passt er den Ball ganz cool rüber. Nur als gäbe es nichts Einfacheres. So ungefähr, haut der Otaldo von den Zockertjuts ungefähr FIFA gegen mich gespielt. Also, auch vom Ergebnis her. Ich habe nichts gebacken bekommen und er hat mir mal, ich glaube, 12 Dinge eingeschenkt. Aber ich meine, es war ja auch nicht schwer. Ich hatte ja ein Bronze-Team, er ist ja da mit der halben Champions League Top 11 aufgetreten. War ein bisschen ungerechtfertigt ungleichgewichtig der Kampf. So, Erwig auf Okumak. Okumak trippelt enorm hier außen an der Seite entlang, spielt nach innen auf Wennemann, der denkt sich, was die können, kann ich schon lange, und schießt mal Ermes in die Hände. Der bedankt sich mit einem weiten Abschlag, den dann der Wennemann direkt wieder erobert. Erwig auf Kai und, der hätten doch machen müssen, oder? Oder ist Erwig dran? Ich habe die Reihenfolge so ein bisschen vergessen. Nee, ich glaube, Erwig ist dran. So, Wennemann auf Okumak. Okumak setzt sich durch, trippelt, rennt seinem Gegner davon. Flankt auf Erwig. Und jetzt hat Erwig einen reingemacht in der 78. zum 7:0. 8. Tor im Wettbewerb, echt unglaublich. Aber wie der auch da reinpasst in das Eck. Müssen wir mal zum Torwand schießen, ins Sportstudio holen. So, und? Nein, Erwig hat's gebrochen. Erwig hat 2 Tore gemacht. Nacheinander. Das ist nicht, wie es vereinbart war. Jetzt muss der Kai natürlich nachlegen. Aber der trifft nicht mehr, seit er 62 ist. Wir haben dann zu viel gelobt. Jetzt ist er zu stark. So, Erwig. Erwig trippelt. Erwig. Erwig trippelt. Erwig trippelt. Ermes fängt. Ja, 5 Minuten dauert das Ganze noch. Ich bin am überlegen, ob wir wechseln sollen. Wir könnten ja mal. Dass die wenigstens noch ein paar Pünktchen mitnehmen, die Jungs hier. Linksverteidiger. Haben wir überhaupt einen? Nö. So, dann können wir einen Schurik mal testen, ob sich das lohnt. Und dann können wir den Hans Keimer durch den Piorunek austauschen. Gott, was sind das für Namen? Blablabla. Namen, die sind Zungenbrecher. So, Erwig auf Kai, der denkt sich, ich muss gleich raus, versuchen wir es nochmal. Aber du bist zu stark, wir haben dich zu sehr gelobt, du triffst nicht mehr. Günde ist mit einem weiten Ball, aber der geht an Freund und Feind vorbei ins Aus. Ja, 88. Minute hier und wir wechseln nochmal ein. Die Fans feuern den VfL an.
Aber das bringt wohl auch nichts bei 0 zu 7. Ich glaube, die können sich jetzt schon enorm anstrengen. Vielleicht kriegen sie noch einen rein, aber gewinnen dürften die das hier nicht mehr. Halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Wow. Ja, danke. Gibt Abstoß, würde ich sagen. Der Winkel war cool. Also wäre der reingegangen, hätte er irgendwas mit Ribéry und Robben gemeinsam gehabt. Oh, das war natürlich jetzt ein blödes Foul vom defensiven Mittelfeld. Hat er nicht schon? Ja. Okay, wir brauchen einen neuen defensiven Mittelfeldspieler. Ich vermute mal, die nächsten 2 bis 3 Spiele haben wir keinen. Für meine Waldhof-Mannheim-Mannschaft wäre das jetzt der Untergang. Das sind exakt 17 Spieler. Ne, 18 Spieler. 18? 18er Kader, genau. 18 Spieler. 7 auf der Bank, 11 auf dem Platz. Mehr gibt's dort nicht. Mehr kann ich mir nicht leisten. Als frisch aufgestiegen in die dritte Liga. So, 90 Minuten sind rum. 7:0 ist das Ergebnis. VfB Hüls gewinnt souverän. Die Fans feiern, die anderen gucken ein bisschen betröppelt rein. Würde ich an denen ihrer Stelle auch tun. Und ich freue mich dann schon mal auf die Kommentare, wie unrealistisch das alles ist. Und dass ich ja im Cheat-Modus hier spiele. Und dass man da ja gar nicht verlieren kann im 3D-Modus. Und dass ich mit denen ja sogar die Meisterschaft holen wird. So waren, glaube ich, die Worte, die ich da jetzt lesen musste. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe schon genug Spiele verloren im 3D-Modus. Also ich meine, ich gewinne wirklich außerordentlich viel, gebe ich offen zu, dass das vielleicht manchmal ein bisschen überdurchschnittlich ist. Aber ich habe schon wichtige Spiele verloren, sagen wir es mal so. Spiele, wo ich gedacht hätte, das hätten wir gewinnen können. Hätte ich lieber das letzte Ligaspiel verloren. Ja, 12 Punkte, unbesiegt, 4 Siege, 21 Tore, Tordifferenz 21 Tore. Wir haben noch keinen Gegentreffer gekriegt, abwählt. Sind wir begeistert, finden wir cool, können wir uns freuen. Mannschaft des Tages haben wir Okumak, Erwig und Kai drin. Eigentlich hätte unser Torwart auch noch reingehört. Der hat auch ganz gut gehalten. 2,55 als Note, 19 Chancen, 7 Treffer. Auch nicht verkehrt. Hui, Hans Kai mit 13 Treffern führt er die Torschützenliste an. Und ja, Fair Play. Da haben wir ein bisschen gepunktet, würde ich sagen. Platz 18. Das Duell, ja, ist auch ganz nett. Marktwert 25.000 hier von Gündüz. Selim Gündüz und er schoss nur ein einziges Mal aufs Tor und im Vergleich dazu haben wir hier Wennemann, Marktwert 14.000, der von seinen 23 Pässen 21 an Mann gebracht hat. Unglaublich. So, ja, Sportgericht hat unseren defensiven Mittelfeldspieler verurteilt. Für 2 Spiele gesperrt, würde ich sagen, akzeptieren wir. Bleibt uns ja nichts anderes. Was soll ich sonst groß machen? Das ist die Mannschaft des Tages. Den Jungs müssen wir natürlich, oder können wir jetzt natürlich gratulieren. Ich sag dann immer, du hast gut trainiert, weil das gibt meistens 3 bis 5 Moralpunkte und ist oft dienlicher. Oh, okay, mit denen kann ich nicht mehr. Ist oft dienlicher als zu sagen, ja, war alles super und so, ne? Großes Lob und so ein Käse. Weil darauf reagieren die manchmal ein bisschen seltsam. So, was ich auch nochmal nachgucken will, schnell, oh Mist, ich war zu schnell im Wegklicken von der Transferliste, macht der Gewohnheit. Weil interessiert mich eigentlich nicht. Was wir auch nochmal nachgucken wollen, irgendjemand hat gesagt, mach doch mal so eine Imbissbude da rein. Ja, vielleicht bringt die was und die hat auch was gebracht. Ich habe mal geguckt, das letzte Heimspiel hier gegen Borussia Mönchengladbach hat die wirklich einen Umsatz von fast 6.000 Euro gemacht. Das ist nicht schlecht. Das ist zwar nicht optimale Ausnutzung von der Imbissbude, aber immerhin passt, geht.